sowieso eine Bedingung für jemanden, der die Hajj machen will, oder zwei Bedingungen, ist erstmal, dass man die finanzielle Möglichkeit hat und dass man die körperliche Möglichkeit hat. Bei der Frau kommt noch eine dritte dazu, dass sie einen Mahram hat. So, solange sie keinen Mahram hat, ist es für sie nicht erlaubt, zu Hajj zu gehen. Sagt man, sie wird sterben und sie soll nicht zu Hajj gehen? Ja, und vor Allah steht sie insha'Allah ta'ala auf, als eine, die ihre Pflichten erfüllt hat. Warum? Weil die Religion hat mit Bedingungen zu tun. Und die Aussage, verzeiht mir, dass eine Frau nicht ein Mahram braucht, sondern es reicht, dass Frauen sozusagen ihr Ersatzmahram sein dürfen, diese Aussage hat weder Hand noch Fuß. Überhaupt nicht. Und eine Aussage ist nur eine Aussage, solange wir was dafür haben, einen Beweis. Aber was die andere Seite anbelangt, die sagen, eine Frau darf nur mit Mahram zum Hajj, die Überlieferung ist klar, bei Imam Muslim, der Prophet sallam sagte, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, die Frau, die an Allah und den jüngsten Tag glaubt, verreist alleine nicht. Verreist alleine nicht. In einer anderen Überlieferung, ebenfalls bei Bukhari und Muslim, einer kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte, ja Rasulallah, ich möchte mich für den Dschihad einschreiben, sozusagen, ich möchte mitkämpfen. Und meine Frau ist zum Hajj ausgezogen, das heißt gegangen. Er schickte ihn zurück und hat ihn nicht erlaubt, sich einzuschreiben. Er sagte, geh zurück und begleite deine Frau. Und heutzutage, subhanallah, es gibt Frauen, aber das ist Unwissenheit. Sie möchte die Vergebung Allahs, deswegen geht sie zu Hajj. Da sind wir uns sicher. Aber wie willst du die Vergebung von Allah bekommen, wenn du von Anfang an sündigst? Heute gibt es sogenannte Verbrecher. Und ich meine es so. Verzeiht mir dieses Wort. Aber wallahi, wenn ich nur daran denke, koche ich. Wisst ihr, was sie machen? Die schreiben jeder Frau einen Mahram. Aber dieser Mahram ist gar nicht ihr Mahram. Und der bleibt alleine mit ihr und tut so, als ob er ihr Mahram ist. Ja, weil sie Verbrecher sind. Weil sie ihre Interessen über der Religion Allahs Azzawajal stellen. Deswegen sagen wir der Frau, sie soll Allah Azzawajal fürchten. Wenn sie ein Mahram hat, dann kann sie das inshallah ta'ala vollziehen. Ansonsten braucht sie das nicht zu machen. Wallahu ta'ala ala wa ala.